Am Abend, nach einem anstrengenden Tag mit Arbeit und anderen Dingen, die zu erledigen waren, da tut es gut, für einen Moment innezuhalten. Mir geht es zumindest so. Ein guter Moment für Zeit mit Gott. Dann kann ich ihm erzählen, wie mein Tag so war, was mich gefreut hat und oder auch was mich gestört und geärgert hat. Mir tut es gut, sich all das von der Seele reden zu können. Dieser Moment des Redens mit Gott ist für mich ein Augenblick, in dem ich die Stille und Ruhe genieße. Ich bete heute mit Worten von Hans-Jürgen Quest. Treuer Gott, du Hirte und Hüter des Volkes, schläfst und schlummerst nicht. Aber wir sind abgespannt, müde und leer von den Geschäften, Gedanken und Mühen dieses Tages. Was uns gelungen ist, Herr, lass es gelten. Was daneben ging, Herr, bringe es ins Lot. Wovor wir uns gedrückt haben, Herr, mach es uns morgen umso dringlicher. Wo wir versagten, Herr, vergib es uns. Wo es Streit und Ärger gab, Herr, bereinige du es. Lass uns nun einschlafen in dem Vertrauen, dass du die Wacht über uns hältst und über allen, die du uns anvertraut hast. Herr, lieber Vater, du bist größer als unser Herz, stärker als unsere Fragen und mächtiger als unsere Sorgen. Ziehe uns auch in dieser Nacht in dein Licht, damit wir Ruhe finden in der Gewissheit deiner Gegenwart und morgen früh aufwachen mit neuem Mut. Bereit, deinen Willen zu erkennen und zu tun, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Habt einen schönen Abend und eine gesegnete Nacht. Bleibt gesund und von Gott behütet, eure Pfarrerin Veronika Mafridis.